Bei einem anaphylaktischen Schock hilft Ihnen als Erstmaßnahme Ihr Notfallset. Sie haben in diesem Notfallset vor allem einen Adrenalin-Pen, Sie haben Cortisonpräparate, ein Antihistaminikum und wenn Sie auch mit der Atmung, wie zum Beispiel bei einem Asthma bronchiale Beschwerden haben, haben Sie hier einen bronchienerweiterten Spray. Das Antihistaminikum hilft Ihnen sehr rasch. Es blockiert die Histaminrezeptoren und hilft hier abschwellend zu wirken. Sie können das einnehmen in Form von Tabletten, Tropfen oder auch als Schmelztablette und das wirkt innerhalb von 30 Minuten. Das Cortisonpräparat hilft, diese Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, zu blockieren. Es hilft, abschwellend zu wirken und auch entzündungshemmend zu wirken. Sie können das in Form von Tabletten oder gerne auch als Brausetabletten anwenden. Bei Kindern bietet es sich an, ein Zäpfchen zu verwenden und das Präparat wirkt innerhalb von 60 Minuten. Ein Asthmaspray hilft Ihnen, die Bronchien schnell zu erweitern und hier die Atmung rasch wiederherzustellen und wirkt innerhalb von 3 bis 10 Minuten.